Hallo zusammen, hier ist wieder heute und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Torghast ran präsentieren. Heute wollen wir in den Chaelas Gauntlet oder im deutschen Spießrutenlauf rein. Und da bin ich eben meinen 6er Run durch. Und ja, ich habe da tatsächlich ein paar mehr Tries gebraucht. Ich habe hier einen halben Abend dran ein bisschen rumgebastelt. Ist tatsächlich ein bisschen tricky. Und vielleicht bin ich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen am Fluchen. Aber ich würde sagen, wir schauen mal in den Run rein, wie ich das Ganze gespielt habe. So, jetzt gucken wir mal. Nee. Definitiv. Einfach nur nein, wenn ich den Trade sehe. Einfach nur nein. Einfach nur nein. Der ist schon mal gut. Oh nein. Das wird wieder richtig Abfuck hier. Perfekt, jetzt bin ich auch noch von beiden geroutet. So muss das sein. Versucht die halt mit zu... Ah, warte mal, das ist gut. 3% Versa, besser als nix, ehrlich gesagt. Läuft genauso ein Lucky Torghast Run auf Schrott. Ja, das Ding ist hier, ich bin da in diesem Chaelas Gauntlet drin. Ich weiß nicht, ob du in dem gleichen drin bist, aber das nach hinten raus wird das schon relativ knackig, ne? Also die Ebenen. Und wenn du da die falschen Trades kriegst, dann war's das einfach. Und so richtig auf den Sack hier, dass alles zu spät ist. Alter. Run. Ich habe einfach jetzt nichts mehr. Nee, irgendwann habe ich einfach gar keine Cooldowns mehr, kann ich mich nicht mehr heilen, dann stehe ich halt einfach da und rippe, ne? Und rippe. Schauen wir mal. 9% Crit oder diese Borken-Ding, ne? Das Borken-Ding ist gar nicht schlecht eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Was? Ich bin sogar CA gelaufen. Achso, circa auf dem gleichen. Ah, jetzt check ich's. Dann nehmen wir den Free-Dings mit. Dead. Run. Wollen wir mal die Stacks abbauen?
Mal Inker hier. Run. Das Ding ist, wenn ich so meine Cooldowns nach und nach runterziehen kann, dann geht's, ne? Aber sonst wird's eher schwierig. Weil du musst dann halt bei den Packs davor schon ziehen und ziehen und ziehen. Hard of the Wild Ding. Jetzt krieg ich hier einen epischen. Das ist der beschissenste, den es gibt. Hier eure Schaden verursacht eine Zauber und Fähigkeit, ermächtigen eure Waffen, erhöhen den Schaden beim nächsten Nahkampfangriffs um 121 bis zu 100 mal stapelbar. Keine Ahnung, ob das strong ist. Nehmen wir das mal mit. I don't know. I don't know. So, jetzt schauen wir mal. Eigentlich wäre das Convoke-Ding besser, aber ich mache das mal, dann kann ich mich immer noch heilen. Das ist, glaube ich, eigentlich relativ strong, wenn ich zwischen den Stances hin und her switch. Ist es eigentlich ganz okay. Haben wir irgendwas richtig krasses? Nee, haben wir nicht. Die mal mit? Komm. Ich vertraue auf das Herz der Karten, gib mir krassen Shit. Hier, erhöht den Schaden eurer Heilung und nächsten Einsatz von Schreddern, Zerfleischen, Zorn oder Nachwachsen. Das bringt mir halt gar nichts, ne? 75 Phantasma. Oh boy, das ist halt genauso schlecht. Ach, wenn es nicht so traurig wäre, ne? Dann wäre es ja schon wieder gut. Ich habe ja noch gar keine Eulenspace, ne? Ich brauche gar nicht hier auf Dings gehen. Jo, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Schlaf gut. Oh nein, ich hab den Dingsmob dabei. Ich hab den Anti-Heal-Mob dabei. Ja, das wird jetzt ganz kacke. Und ich hab noch einen Vierer. Perfekt, der hat mir meine Convoke gefeiert. Also ich glaube, das wird jetzt irgendwie nicht mehr... Wollen wir das nur irgendwie rausreißen? Zumindest ist der eine Mob tot. Gerade nur den Haken erwischt hier. Den Convoke mir jetzt kaputt. Weg, das kleine Viech hat meine ganze Convoke gefressen. So wie das sein muss. Nein, 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 der füllt mich vieren. Run. Fuck, ich wurde weg CC'd. Nein, ich bin da reingecharged, dass ich nicht runterflieg. Und er castet sein Shit. Jetzt bin ich in dem nächsten gestunt. Jetzt werde ich gleich wieder gefeiert von dem. Ja. Das ist so behindert. Das ist so behindert. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Der eine... will mich runterkicken, dann drücke ich schnell genug den Charge, dann während ich in der Luft bin und in Charge bin, haut er seinen Stun raus, dann bin ich in der ersten Void, in der nächsten Stun drin, dann castet er natürlich durch, weil ich im Stun bin und nicht kicken kann und dann geht die Scheiße hier in den Bach runter, ich bin nur noch im CC. Das ist so behindert. Komm, ich nehme ein bisschen live mit. Soll nicht. Boah, das sind halt richtige Rotz-Trades, die ich da krieg. Also danach brauche ich echt eine Aggressionstherapie, ich sag's euch.
Run. 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 Jetzt so geslowt, ich hoffe, das killt mich jetzt nicht. Ich halt mal kurz ein bisschen Schaden drauf mach, dann geht's ja, ne? Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Nur ein bisschen rausblinken. Run. Was macht er da jetzt Böses? Ich gehe da lieber mal nicht aus der Bärengestalt mehr raus. Run. Boah, gerade noch gekickt hier. Habe ich denn jetzt hier schon? Das macht eigentlich fast keinen Sinn, ne? Ich habe von dem Trade schon... Wir hätten das jetzt 24... Burg mit... Leider gar nichts. Schade, dass ich hier so Sachen nicht umwandeln kann, ne? Das waren jetzt leider lauter Kack-Trades, wenn wir ehrlich sind. Ich hoffe, da oben kriege ich jetzt irgendwas Starkes. Ich habe nur 3 Tode, ne? Komm, das kann ich mir doch nicht erzählen. Ich habe vorhin bei den Epischen die 3 Besten gekriegt und jetzt kriege ich die 3 Sachen, die mir gar nichts bringen. Dauerhaft Heart of the Wild kannst du eigentlich komplett vergessen, ne? Reißen und reißen könnte ich halt erhöhen, ne? Das bringt mir eigentlich auch fast gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Da kann ich am ehesten nur das hier mitnehmen. Dann ist vielleicht die ein oder andere Eulenkonvoke noch ein Ticken stärker. Aber ich komme halt eh nicht dazu, in der Eule rein zu konvoken, wenn wir ehrlich sind. Schauen wir mal, was können wir hier nehmen. Das mit. Ja, ein bisschen Lifestyle ist, wäre vielleicht nicht so verkehrt, wenn ich hätte, wenn wir ehrlich sind. Kacke. Ein Phantasma. Nehmen wir die andere Orb auch noch mit, oder? Mal gucken, was da so drin ist. Das ist strong. Die hat sich gelohnt, die zweite Orb, ich sag's euch. Aber das eine habe ich leider immer noch nicht, ne? Den guten Damage Trade mit Sonnenfeuer. Aber falls wir ihn nachher kriegen, kann ich das schon mal switchen. Das war jetzt keine dumme Idee, dass ich den interrupted habe. Doch, es war eine dumme Idee, weil der andere kreischen kann. Er castet es halt nochmal. Am besten jetzt down kriegen, bevor er seinen Shit macht. Das kriegt er durch, ich muss den Interrupt raus wasten. Komm, wir nehmen mal das Leben mit. Run. Shockwave. Fuck, den 4 kriege ich nicht, jetzt bin ich in Normalgestalt. Ich muss halt von der Shockwave weglaufen. Und von dem anderen Void-Ding. Und dann macht er seinen 4, ne?
Run. Shit. Ach komm, die Shockwave geht halt bis hier hinter, ne? Die geht halt übers ganze Feld. Das ist so ätzend. Run. Der andere fährt mich halt noch. Da wir diese Kackviecher da auch noch. Ja, die Shockwave wird mich wieder grillen. Jetzt komme ich dann nach dem in 4 rein. Perfekt. Run. Das Problem ist, diese Kleinen, weil die nicht zusammenkommen, kriege ich die halt nicht weggeklieft. Das ist halt so ein bisschen der Kack. Der eine führt mich jetzt halt wieder. Das ist halt so eine scheiß Kombi. Könnte den versuchen wegzukonvoken. Oh nein, jetzt habe ich den Kackmob, der mir hier den Heal Reduction Scheiß draufhaut. Muss den einen jetzt halt kicken. Schattenheilung habe ich keine, ne? Shockwave. Kacke ist, ich muss jetzt eigentlich wegkommen, bis der Heil-Debuff durchgeht. Weil bis dahin kann ich mich halt nicht heilen, ne? Fuck, ich kann jetzt den 4 nicht interrupten. Run. Oh nein, jetzt habe ich halt ewig viele Gegner hier. Werde ich dann, glaube ich, ein bisschen überlaufen. Nein, jetzt habe ich den stille Mob. Kann den Stun blöderweise nicht interrupten. Kann halt hier keinen cleaven, ne? Das ist halt echt ein bisschen scheiße. Meine Stacks kriege ich halt auch nicht hoch. Na, eine da in der Grütze drin steht. Nein, jetzt wurde ich in der Normalgestalt gestunt. Gerade meine Stacks wieder runter basteln. Ach Mist, das hab ich in der Bärengestalt hier konvokt. Ich glaube, es wird langsam zu spät. Ich spiele hier schon lauter Scheiß zusammen, ich sag's euch. Ich muss es vorsichtig machen. Ich lasse den einen jetzt in seiner Phase da drin. Obwohl er es anscheinend hat, er so eine Phase so aufgehört. Okay, passt. Shockwave. Shockwave.
Uff, also das war jetzt ewig und 3 Tage, aber irgendwie habe ich es down gekriegt. Hier noch ein paar gute Trades kriegen wird wenigstens, ne? Irgend sowas krasses wäre ganz gut. Das ist ganz okay. Mehr Convoke-Schaden, den nehmen wir. Die Convoke-Abklingzeit, das nehmen wir auch. Muss ich halt bloß die Chance haben, in der Eule es auch durchziehen zu können, ne? Das ist halt immer die Problematik. Komm, jetzt hier noch den krassen Trade. Ja, den wollte ich haben. Jetzt wird da ein Schuh draus, Leute. Jetzt können wir ein bisschen Eulen-Damage fahren. Mal schauen. Jetzt vielleicht noch vom Händler der ein oder andere gute Defensive. Was haben wir da drüben noch? Die können wir eigentlich nehmen. Das hier. Das hier. Mal, was wir da noch so drin haben. Gut, das war jetzt irgendwie eine Nullnummer. Können wir den anderen noch kaufen? Komm, jetzt hier ein krasser Trade. Ja, oder auch nicht. Aber gut, den Hauen-Trade, ne? Das ist besser als nix. Shockwave. Fuck, ich werde gefeiert, das ist nicht gut. Watch your feet. Run. Watch your feet. Watch your feet. Shockwave. Shockwave. Run. Shockwave. Jetzt habe ich eigentlich ziemlich viel Damage. Seht ihr, jetzt habe ich schon ganz gute Trades. Tatsächlich. Na. Da wird das dann, da sieht das richtig easy dann irgendwann aus, ne, wenn du die guten Trades kriegst. Jetzt muss ich mal schauen. Erhöht das Tempo. Ihr leidet 30% weniger magischen und 50% mehr körperlichen. Bei denen bin ich halt immer nicht so ganz sicher, ne? Ich glaube, ich nehme. Nee, komm, wir nehmen das Tempo-Ding mit. Hier. Das Töten von. Das Töten eines Gegners erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit 30 Sekunden lang um 3%, 15 stapelbar. Angreifer haben eine Chance, eine Kugel der Qual zu... Ich glaube, die ist ziemlich strong, die Kugel der Qual. Die nehmen wir mit. Die hat, glaube ich, das letzte Mal, wo ich einen guten Run habe, ziemlich viel Damage gemacht. Erhöht das verdiente Phantasma um 100%, verringert aber den verursachten Schaden. Das machen wir auf keinen Fall. Entfernt alle Schadensmalusse. Haben wir keine, dann nehmen wir das hier. Also, Movement Speed bringt mir gar nichts. Ich werde eh weggeslowt. Wenn ihr eine Kreatur angreift, teleportiert euch zur Position und lasst alle Gegner innerhalb von 10 Sekunden, von 12 Metern 10 Sekunden lang tief schlafen. Schaden hebt diesen Effekt auf, dieser Effekt, na gut, das ist totaler Rotz, wir nehmen, ich glaube, ich nehme mal die Ausdauer mit, tatsächlich. Watch your feet. Wenn ihr einem Gegner Schaden zufügt, wird seine Offensivfähigkeit analysiert und sein verursachter Schaden 40 Sekunden lang 30% verringern, kann nur alle 60 Sekunden auftreten. Aber es ist nur auf einen Gegner, ne? Ich glaube, ich nehme diesen Kämpfer da mit. Watch your feet. Watch your feet. Nee, nehmen wir noch mehr Tempo. Watch your feet. Tempo, Tempo. Ich bräuchte mehr Leben, ehrlich gesagt, ne? Und ich muss irgendwie dringend pinkeln, aber ich ziehe jetzt hier durch.
Ich müsste noch ein bisschen defensiver. Ein paar defensive Trades bräuchte ich. Ehrlich gesagt. Nee, das nehmen wir nicht mit. Nehmen wir mal ein bisschen was von dem mit. Und das hier. Schauen wir mal, was wir dran haben. Ein bisschen Lifesteal. Kann nicht schaden. Run. Nein, wir wurden gehackelt. Ich wollte gerade meine Eulenkonvok ziehen. Shockwave. Run. Fuck, ich wurde reingehackelt in der Eule. Warum hackelt er mich denn ausgerechnet immer Shockwave. Dann, wenn ich in die Eule switch? Das ist nicht gut. Run. Run. Shockwave. Dieser Typ, ne? Fuck, ich leck grad übelst. Mist, jetzt habe ich Convoke gezündet. Watch your step. Nee, jetzt bin ich tot. Oder? Nein? Run. Run, watch your step. Watch your step. Run. Watch your step. Ich glaube, mein Free Death hat mich gerade gerettet, ne? Watch your step. Komm ich mal jetzt auf safe, bleib in der Inka. Ich habe also die ganze Zeit nicht Inka gezogen, weil es eigentlich sinniger ist, die ganze Zeit wegzulaufen, Mondfeuer-Dings zu ziehen und die Mobs dadurch sterben zu lassen. Und halt über diese komische Orb. Hat funktioniert. Okay, wir nehmen 3% mehr Crit. Das ist strong, das können wir mitnehmen. Das hier. Single-Target-Schaden kann es eh knicken. Ja, muss mehr live machen. Leech. Komm, jetzt mal irgendwas Stronges noch. Irgendwas richtig Krasses. Okay. So viel dazu. Ja, nehmen wir mehr Crit. Ja gut. Vielleicht kriegen wir da was Krasses raus. Wenn der Ring, Run das wird, probierst du da noch 7. Schauen wir mal. Da muss ich erstmal aufs Klo gehen. Ich muss so dringend pinkeln. Geht das Talent beißen und reißen. Ja gut, das bringt mir halt auch nichts. Aber hier, die Sehengestand, dass die stunt, das ist vielleicht, weiß ich nicht, das ist das Einzige, was nur irgendwas bringen würde, ne? Alles andere bringt mir halt leider nichts. Ich bräuchte halt jetzt eigentlich so ein paar Sachen, dass ich nicht gestunt werden kann. Solche Trades würde ich jetzt halt gerne haben. Oder dass ich mehr Life habe, ne? Dass ich einfach ein bisschen defensiver bin, ehrlich gesagt. Extra Damage. Ich habe halt ziemlich wenig Life, nur 200k jetzt auf dem Niveau ist halt nicht viel.
den Stun kann ich jetzt nicht verhindern. Nein, ich hab das nicht mehr gekickt gekriegt. Das ist jetzt maximal RIP. Das hat jetzt irgendwie nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Er ist halt auf Max gestackt, der Kollege. Watch your step. Watch your feet. Watch your feet. Watch your step. Watch your feet. Wenn du halt mal die richtigen Trades hast, du machst so ein Damage. Mit dem Lifestyle, wo ist es halt dann wieder rein, das Ganze, dann läuft es. Der eine Sau. What the fuck, was habe ich denn jetzt gerade an Schaden gekriegt? Hat er gerade irgendeinen Wuteffekt drauf gehabt? Oh, jetzt ist Feierabend hier, Kollegen. Ja. Watch your feet. Watch your feet. Okay, das ist jetzt so eine Geschmackssache, ne? Wie lange habe ich denn jetzt hier? Das brauche ich eigentlich nicht. Okay. Watch your feet. Watch your feet. Watch your feet. Nee, das machen wir nicht. Watch your feet. Mein körperlicher Schaden geht runter, das ist eher eine dumme Idee. Hm. Das sind jetzt lauter ziemliche Scheiß-Trades, die ich hier krieg. Ach komm! 3% Tempo, naja gut, besser als nix. Jetzt schauen wir mal, was wir hier bekommen. Wir nehmen die Ausrüstung. Jetzt sind wir auf Stock 6, ne? Muss immer noch pinkeln. Oh, mein ganzes Zeug ist ausgelaufen, ne? Das muss ich jetzt gleich nochmal reinhauen. Schauen wir mal, was wir hier so drin haben. Und heißen Ding. Ich nehme das, dann habe ich es in der Eulengestalt auch noch. Ehrlich gesagt ist das gar nicht so verkehrt. Ich habe ja noch 3 Tode, theoretisch. Ne? Ich muss jetzt die Ebene und noch eine laufen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja gut, die Flask müsste eigentlich noch. Aber jetzt machen wir mal auf Nummer sicher. Buffen wir alles hoch. Holy moly. Wenn er mich von der Plattform kickt, muss ich halt echt aufpassen. Watch your feet. Muss eigentlich bloß laufen wie so ein Blöder. Und immer wieder die nachdotten. Okay, der macht das Heulen. Ja, jetzt wäre ich double gefiert, ne? Das, fuck. Shockwave. Ich spiele es jetzt mal extrem vorsichtig lieber. Sicher ist sicher. Watch your feet.
Watch your feet. Watch your feet. Fuck, er castet halt noch mehr, als werde ich gefeiert, ne, oder? Perfekt, dass ich Inka immer noch nicht eingesetzt habe. Ah, da kommen ja noch Mobs, ne? Watch your feet. Ah, jetzt hat er meine Convoke kassiert. Holy moly, wie schnell war ich denn jetzt gerade unterwegs? Ah, Mist. Dann 4 durchbekommen. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass er mich da runterkickt. Sag's euch. Da komme ich jetzt nicht mehr raus, aber das fresse ich jetzt halt alles. Ich habe Inka laufen. Run. Run. Den kicken wir noch. Warte, ich geh gleich auf die Frage ein, aber ich muss jetzt hier kurz gucken, dass ich nicht verkack auf den letzten Meter. Okay, das passt. Ebene haben wir clear. Was eigentlich noch? Was mit deinem Main in alten Gebieten oder bist du durch? Mit dem Main aktuell tatsächlich nicht. Aber halt mit meinen Twinks, ne? Da bin ich da großartig unterwegs, um halt Ruf zu farmen und Rezepte und so. Main habe ich jetzt gerade so ein bisschen hinten angestellt. Ja gut, wir könnten Seele des Waldes mitnehmen, aber es bringt mir eigentlich fast gar nichts. Nehmen wir das hier mit. Weil, ich glaube hier in dem ganzen Ding zerfleischen ziehe ich halt überhaupt nicht, ne? Das macht halt wenig bis keinen Sinn. Auch noch mitnehmen. Okay, dann kommen wir jetzt die letzte Ebene. Ich versuche mich jetzt noch zusammenzureißen. Ich muss übelst aufs Klo, aber ich will das jetzt hier durchziehen. Ich ziehe das jetzt hier durch. Halt, oh, jetzt wäre ich fast weitergelaufen. Hier die Orb noch. Die Rüstung nehmen wir mit. Die Rüstung. Dann müssten wir noch mal ein bisschen mehr Leben haben. Aber halt immer noch nicht so viel. Erst knappe 300k ist halt jetzt nicht so krass viel, ne? Weil die holzen jetzt hier schon richtig ordentlich rein. So, mal schauen, was der noch so dabei hat. Das hier, das hier. Super, jetzt habe ich hier, was ist denn das hier? Eisenbocke zu geben. Das andere bringt mir halt auch nicht mehr so viel. Perfekt, das ist halt totaler Rotz. Perfekt. Ah, super, hat mich gleich schon mal wegstunnen lassen. Run. Run. Oh, das ist nicht gut. Run. Watch your step. Wie ist es halt relativ sicher, dass ich jetzt mal hier... Fuck, das ist nicht gut. Im einen gestunt. Watch your step.
mir kurz interrupten. Run. Das ist nicht gut. Watch your step. Watch your step. Der verringert die ganze Zeit mein Leben. Müsste da jetzt mal wegkommen. Watch your step. Watch your step. Run. Run. Watch your step. Hey, jetzt habe ich schon 3 Stacks mit weniger Leben drauf, ne? Das ist eher suboptimal. Ah, die Mobs sind ja fast tot alle. Ich habe meine Convoke noch aufgespart. Ah, okay, sind wir durch. Perfekt. Uff, ich sag's euch. Ich muss so aufs Klo jetzt hier. Aber ich wollte's durchziehen. Haben wir Ebene 6. Jetzt muss ich gleich noch das Intro aufnehmen, weil ich habe jetzt die Runs nacheinander gelaufen und dementsprechend, ne? Muss man gleich nochmal gucken. Juti, also für den Run war es das auf jeden Fall. Ich werde mich jetzt dann wahrscheinlich demnächst nur an 7 probieren. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.